Viele Erwerbstätige und steigende Exportzahlen. Um die Wirtschaftslage in Bayern steht es mehr als gut. Das sieht auch die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft so. Das Glas ist dreiviertel voll. Die bayerische Wirtschaft entwickelt sich sehr positiv. Wir haben eine sehr robuste Entwicklung. Das Wachstum in diesem Jahr wird 2,5% betragen. Im Vergleich zu Deutschland sind das die 0,5% mehr. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 3,9%, in Deutschland bei 5,4%. Also wir sind auf sehr gutem Weg. Der positive Aufschwung erstreckt sich auf fast allen Bereichen. Handwerk, Bau, Industrie und auch Einzelhandel konnten ihre Umsätze steigern. Lediglich im Gastgewerbe gab es einen Rückgang von 0,2%. Zurücklehnen darf sich die Wirtschaft trotzdem nicht. Vor allem ist eine stabile und handlungsstarke Bundesregierung jetzt gefragt. Tatsache ist, wir brauchen schnellstens wieder eine gut funktionierende Regierung, die sich um die Probleme der Welt kümmert. Wir haben viele internationale Krisen, wir haben viele Krisen auch in Europa, in der EU und die Krisen in Deutschland, die wir momentan haben, also in Berlin und in München, das darf man ja auch nicht vergessen, müssen auch schnellstens gelöst werden. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir da vorwärts kommen. Knapp 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, so viele wie noch nie zuvor. Einhergehen damit jedoch Probleme wie Fachkräftemangel. Für 10 freie Stellen in Metall- und Energieberufen stehen nur 6 Arbeitnehmer zur Verfügung. Steuerpolitik, Digitalisierung und Klimapolitik sind weitere Punkte, wo noch nachgebessert werden muss. Es kann nicht sein, dass wir 100% höhere Energiepreise zahlen wie in Amerika, 50% höhere wie in Frankreich und 80% höhere wie in Polen. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Und das kostet dem Einzelnen viel Geld. Wir haben gegenwärtig wieder Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Da feilschen wir um jedes Zehntel mit den Gewerkschaften damit bezüglich Lohnerhöhung, damit das auch wieder zu einem guten Ende kommt. Aber das hilft uns nichts, wenn der Staat dann hinterher entweder durch kalte Progression oder durch erhöhte Energiepreise das wieder abschöpft. Die Prognose für die wirtschaftliche Zukunft weiter steigend. Damit das allerdings so gut bleibt, ist vor allem in der Politik Stabilität und Klarheit gefordert.